Meine Vision für die Elektromobilität ist eine Welt, wo ich mein Elektrofahrzeug jederzeit ganz schnell aufladen kann, wo ich auch die Reichweiten, die ich heute mit dem Verbrennungsmotor habe, auch erzielen kann oder wo ich andere Möglichkeiten finde, die Batterie dann schnell wieder zu wechseln oder aufzuladen. Da bin ich offen für die verschiedenen technologischen Möglichkeiten und ich glaube, dass sich das einbindet in mein gesamtes, meine Lebenswelt sehr viel mehr, als wir das von der Verbrennungstechnologie kennen. Ich habe meine eigenen Präferenzen auf meinem Smartphone und ich kann die direkt ins Auto mitnehmen. Ich kann damit navigieren, sozusagen all die Dinge, die ich auf meinem eigenen Computer habe, nehme ich mit ins Auto und diese Dinge kann ich dann im Auto weiter nutzen. Und auf diese Weise wird das Auto ein Bestandteil meiner Lebenswelt. Das Motto unseres Kongresses heißt ja auch Lebenswelt Elektromobilität, die es heute noch gar nicht hat und wo es sich einbindet auch in Stadtkonzepte, in neue Formen auch der Kultur. Um diese Vision zu erfüllen, haben wir verschiedene Programme, Technologieprogramme, wo die Informations- und Kommunikationstechnik an vorderster Stelle steht. Es geht darum, mit den Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik dazu beizutragen, dass das Auto intelligent wird, dass das Auto sich auch in ein intelligentes Reichweitenkonzept einbinden lässt und in ein intelligentes Energienetz, sodass es selbst eben auch Energie aufnehmen kann über die Batterie und wieder zurückgeben kann in einem zukünftigen vernetzten Haus.